Wasser, Leute! Hier ist wieder Draclinus mit Let's Play Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Es ist eine neue Aufnahmesession. Und in dieser Aufnahmesession würde ich mich dann einfach mal der nächsten Mission widmen. Wir haben noch die Geheiminformationen beschaffen und hier eliminiere die Deserteurbedrohung oder aber auch Luftabwehrstellungen eliminieren. Ich glaube, wir kümmern uns jetzt einfach mal um, ja, die Geheiminformationsbeschaffung. Auf normal. Was anderes kann ich nicht auswählen. Und starten dann direkt los. Dann werden wir noch die anderen beiden Missionen angehen. Je nachdem, ob eine Mission ein Part braucht, natürlich eben jeden Part für eine Mission dann. Und danach geht es erstmal auf die Jagd für die Xoth-Embleme plus die extremen Playthroughs, damit wir auch möglichst bald die letzte Mission Déjà-vu freischalten. Und wenn wir damit durch sind, haben wir das Let's Play soweit abgeschlossen. Aber vorher gebe ich mich nicht zufrieden. Geheiminformationsbeschaffung. Boss, you need to make contact with the undercover agent posing as a soldier at the base. He'll pass you a cassette tape containing classified information. Start by taking a look at the agent's VI on your iDroid. Once you've spotted him among the Marines, make contact and get that cassette tape. An attack mission. Thing is, he's not one of us, so don't let your guard down around him. One other thing, boss. I've been told you can also use the watchtower on the west side of the base to contact the target. Just climb up there and turn the searchlight on. Once he sees that, he'll come to you. Once you've identified him, approach him and grab him. That's the contact sign. When you get out of that truck is up to you. Just be sure to take a good look around first. This job, it came through a cutout, but I have a feeling the client is the Joint Chiefs of Staff. After all, the chairman has a lot of faith in you after Peacewalker. In other words, the agent you'll be contacting has been ordered by the nation's highest-ranking military officers to spy on a military base. Not your everyday story. There's more to it than that. That base doesn't follow American, Cuban, or any other law. Somebody wants themselves a place where they can interrogate POWs as they please without being held to the Geneva Convention. A black site. Vietnam is dragging on. The tide has turned against the U.S. and military is exhausted. The CIA is in the same boat, only they've taken advantage of the situation by trying to build this convenient little safe house on the Cuban coast. But a plan of this insanity would never get rubber stamped by the JCS. An official proposal has been submitted, but it only makes mention of expanding the refugee camps. Something is going on in Cuba's little America, far away from the eyes of Washington. And the truth behind it all should be on that cassette tape. Got it, Cass. Ich gehe hier mal weg. Ich würde mal sagen, die Mission neu starten. Ich hoffe, ich erinnere mich daran, das rauszuschneiden. Geheiminformationsbeschaffung. Geheim? Okay. Boss, you need to make contact with the undercover agent posing as a soldier at the base. He'll pass you a cassette tape containing classified information. Start by taking a look at the agent's VI on your iDroid. Once you've spotted him among the Marines, make contact and get that cassette tape. Thing is, he's not one of us, so don't let your guard down around him. One other thing, boss. I've been told you can also use the watchtower on the west side of the base to contact the target. Just climb up there and turn the searchlight on. Once he sees that, he'll come to you. Once you've identified him, approach him and grab him. That's the contact sign. When you get out of that truck is up to you. Just be sure to take a good look around first. This job, it came through a cutout, but I have a feeling the client is the Joint Chiefs of Staff. After all, the chairman has a lot of faith in you after Peacewalker. In other words, the agent you'll be contacting has been ordered by the nation's highest-ranking military officers to spy on a military base. Not your everyday story, but there's more to it than that. That base doesn't follow American, Cuban, or any other law.
Somebody wants themselves a place where they can interrogate POWs as they please, without being held to the Geneva Convention. A black site. Vietnam is dragging on. The tide is turned against the US, and the military is exhausted. The CIA is in the same boat, only they've taken advantage of the situation by trying to build this convenient little safe house on the Cuban coast. But a plan of this insanity would never get rubber stamped by the JCS. An official proposal has been submitted, but it only makes mention of expanding the refugee camps. Something is going on in Cuba's little America, far away from the eyes of Washington. And the truth behind it all should be on that cassette tape. After identifying the target, approach him and grab him. That's the contact sign. Just make sure you wait until there aren't any other soldiers around. Okay, verstanden, Cass. Gut, die Infiltration hat ja soweit schon mal erstmal gut geklappt, ohne dass ich entdeckt wurde. Eieiei, so viel Sonnenlicht. Das ist übrigens auch schlimm. Diese Tagmissionen machen es leichter, entdeckt zu werden. Ich glaube, Nachtmissionen sind generell einfach viel einfacher. Snake muss hier auch unbedingt schwarz tragen. Naja, Octocamo würde hier schon helfen, ne? Aber die haben wir hier jetzt nicht zur Verfügung. Ich muss also hoffen, dass das so geht. Komm schon, ich kann das Abwehrgeschütz doch sehen. Dachte ich mir doch. So, mal schauen, was haben wir hier sonst noch? Da hinten ist zum Beispiel schon mal eine Wache. Was ich nicht unbedingt sehr begrüße. Hm. Kann den Dienst sehen. Kann dich nicht sehen. Ich habe mich zum Töten autorisiert, nachdem wir Ground Zeroes durchgespielt haben, wenn ihr euch erinnert. Deswegen stört mich das jetzt nicht, dass ich jemanden umgebracht habe. Kann sein, dass ich nochmal No-Kill-Playthroughs mache in den Missionen hier, aber in erster Linie will ich mich erstmal dazu autorisieren. Take a look at the target's face on your iDroid, so you'll know him when you see him. Open the menu tab, then select Mission Info. Also ich will mich erstmal dazu befähigen, dass ich alles darf, was mir zur Verfügung steht, inklusive Schusswaffen einzusetzen, die Leute ermorden. Nun, da das gesagt ist, lass uns erstmal alle abscannen. Here he is. That guy's the target. Make contact with him while he's still by himself. Approach him and grab him. Er ist nicht wirklich ganz alleine. Kleinen Moment. This is the target. The military hasn't retrieved the information themselves, probably because they no longer know who in the Marines they can trust. This subversion appears to extend all the way to the base's higher-ups. And the source of it? The organization Paz spoke of. Cypher. You can bet on it. They're involved with the creation of that black site. And that is why the Pentagon chose us. We're their bait to catch Cypher. Which means it also becomes a golden opportunity for us. We might actually get an up-close and personal look at the bastards. Hm, das glaube ich ja eher nicht. Was bleibt abzuwarten? Noch sage ich nichts, was das angeht. Also ich meine so im Sinne von Vermutungen. Es ist nicht so, als wüsste ich irgendwas. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Cypher, also Zero. Ich glaube, wir finden nicht mehr heraus, als wir in Ground Zeroes herausgefunden haben. Mal schauen. Dort hinten gehst du also lang. Ich höre irgendwo ein Fahrzeug. Was mir nicht so gefällt. Und da liegt noch eine Leiche, ganz total offensichtlich. Aber wenn ich die weglege, wird mich der andere oben sehen. Ich muss mich schleichend vorwärts bewegen. Generell werden sie mich sehen, glaube ich. Tageslicht macht mich ziemlich anfällig für alles, was die haben. Das hört sich sehr, sehr nah an. Bitte sag, dass der unten ist. Bitte sag mir nicht, dass der oben ist und gleich über die Leiche stolpert. Ach so. Moment. Auch der kann über die Leiche stolpern, oder? Ich meine ja. Hä? Müsste er nicht schon? Okay. Mein Kontaktmann hat sich inzwischen wieder in die Mitte der Zelte begeben. Das bedeutet, ich will also... Ich will also in diesem Bereich sein, weil er hier bleiben wird.
Auch der fährt wieder rein. Oder fährt der andere raus? Warte mal, das lässt sich eigentlich sogar überprüfen. Ja, offenbar fährt der gerade aus dem Gebiet raus, generell. Der ist einfach an der Leiche vorbeigefahren. Nun, nicht, dass es mich stören würde. So, also das sind drei Leute in unmittelbarer Nähe und einer, der ein gutes Blickfeld darauf hat. Der da oben. Den will ich also loswerden. Ja, tatsächlich, der eine ist rausgefahren. Das bedeutet, der kommt wahrscheinlich auch gleich zur Verstärkung zu dem Typen hin, den ich beobachte. Oder er fährt einfach ganz aus dem Gebiet dort, wo wir reingekommen sind. Die Wache kann mich inzwischen nicht mehr sehen. Ich mache mir nur Sorgen wegen den da oben. Achtung, der andere kann mich gleich sehen. Das heißt natürlich nicht, dass ich mich zum Töten autorisiert habe und jetzt keine andere Waffe mehr einsetzen werde. Oh, meine Güte. Kriege ich eigentlich einen guten Schuss auf den? Wahrscheinlich eher nicht, was? Da wird auch noch ein Holzbalken im Weg sein. Okay, an den will ich mich möglichst von hinten anschleichen. Die Betäubungskegel wirken, glaube ich, weit mehr als die normalen Ausnockangriffe, wie zum Beispiel, nachdem ich jemanden im Griff hatte und dann ausnocke oder umstoße. Von daher, glaube ich, bin ich ganz sicher, den dort liegen zu lassen. Fürs Erste. Fliegen oder was? Ich muss nur gucken, ob hier viele Wachen sind. Der eine da hinten. Das ist nicht alles. Aber der ist da oben. Dennoch, ich glaube, der könnte mich sehen. Ach so, ich verstehe. Da oben auch. Gut. Den ausgeschaltet zu haben, ist schon mal wichtig. Du bist der Nächste. Na toll, das wird ja nichts. Das wird nix. Ich sollte den Wachturm auf jeden Fall kriegen. Ihr macht nichts weiter. Ihr werdet einfach so ablassen. Von der ganzen Situation. Das würde ich natürlich begrüßen. Aber das kann doch nicht richtens sein. Euer Sinn muss woanders stehen. Okay. Du solltest das bloß nie wieder machen, hörst du? Bei dir brauche ich eigentlich auch nicht hochklettern. Dich kriege ich so. Sobald der eine da unten eingeschlafen ist, habe ich ein gutes, Moment, um an das Ziel zu kommen. Und wenn ich dafür sorgen muss. Du bist eingeschlafen. Ich gehe runter. Was ist mit dir? Was willst du machen? Ziel. Warte mal, der hat mich gesehen, oder? Ich nehme mir das da. Spit it out. You're here for, you know, hey, not so tight, huh? I
put everything on a tape. I don't have it on me. It's in the central control tower, edge of the admin building sector. I needed to stash it. Had eyes on me, and these guys, they don't work for Langley. He's... you know... Huh? Forget it. You watch your ass, too. All right. Come on, do it. Du weißt mehr, als du sagen wolltest. Ich dachte, ich müsste das alles selbst machen, aber na gut. Von mir aus. You better keep moving, boss. Confirm the location of the central control tower. It's marked on your map. Krieg ich den? Das ist wahrscheinlich nicht. Das habe ich nicht gesagt. Oh oh. Du bist ja ein Risiko. Den Informanten, ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt töten darf. Aber offenbar kommt er gar nicht. Warte. Runter. In dem Fall? Leg dich runter und bleib unten. Gut, das ging unerwartet glatt, möchte ich meinen. Wenn die anderen nichts vermuten sollen, wäre es besser, wenn du schläfst. In der Theorie könnte ich das Fahrzeug benutzen, um weiterzukommen. Da oben also. Mal schauen. Ja, ich glaube, diesen Turm kann... Oder ist das der? Ich verstehe schon. Dann würde ich mal sagen, rolle ich mich hier einfach mal ein bisschen durch die Gegend. So à la Metal Gear Solid 4 Style. Damit mich niemand sieht. Gut, was macht der? Der kommt so schnell dahin, der hat doch irgendwas gesehen. Oder joggen die beiden einfach nur? Das kann doch nicht. Ihr könnt euch ruhig meinetwegen aus dem Gebiet bewegen, wenn ihr wollt. Habe ich nichts dagegen. Ich jedenfalls könnte ein... kleinen Ausflug mit dem Fahrzeug gerne nehmen. Es war nicht der, der dort geht, der mich gesehen hat und auch nicht der auf dem Turm. Es war jemand, der dahinter war, den ich nicht getaggt habe. Er kommt. Ich würde mal sagen, ich für meinen Teil bewege mich erstmal unter das... Ich kann gar nicht unter das Vehikel. Hey, you okay? Oh oh. Komm schon, das brauchen wir hier nicht. Ich muss ihn erledigen. Natürlich hat mich der eine gesehen. Nun, ich würde mal sagen, ich fahre hier ein bisschen aus dem Weg. Hätte ja mal ohne Alarm klappen können, aber was soll's. Ich nehme die Situation, wie sie kommt. Ich kann ja mal mit dem Gabelstapler fahren in irgendeiner Mission. Ups, habe ich da ein Schild erwischt? Naja, in jedem Fall... Ich weiß ganz gut, wo man den Alarm abschütteln kann. Ich werde mal zum Anfangsgebiet von Ground Zeroes reisen. Hier lang. Diesmal ist da keine Wache, ne? Sie werden zwar das Auto sehen und Verdacht schöpfen, denke ich mal. Aber ich sollte ganz gut durchkommen. Und dann sollte ich mich dort in das Munitionslager da hinten schleichen. Wenn die hier fertig sind. Denn ich könnte wieder Betäubungsmunition gebrauchen. Sieht schon schön aus hier, muss man echt sagen.
Man guckt sich das nicht allzu oft an. Vor allen Dingen nicht bei Nacht. Bei Tag. Entschuldigung, bei Nacht ja umso öfter. So, von hier aus kann ich eigentlich auch ganz gut wieder einen Überblick über die Basis bekommen, was wir noch alles so haben. Ha. Genau sowas meine ich. Das ist der Turm. Der ist von der Mauer umrundet. Das bedeutet, ich muss ins Innere der Basis. Wenn ich es schaffe, ist mein Fahrzeug das Ticket. Aber ich weiß nicht, ob die mich entdeckt werden. Also entdecken werden, wenn ich das Fahrzeug benutze. Es kann sein, dass da nichts passiert. Müssen wir alles ausprobieren. Aber niemand kann irgendwas mit Sicherheit sagen, ha? Huh? Bevor er es nicht probiert hat. Oder irgendjemand es probiert hat. Da hinten haben wir noch ein Geschütz, das nehme ich auch mal gleich. Noch ist der Alarm in vollen Gang. Da würde ich mal sagen, fahre ich mich durch meine Route zum Waffenlager hier, um ein paar Betäubungsschüsse zu kriegen. Und ansonsten warten wir erstmal den Alarm ab. Du da also. Ey, belegt der mich noch? Was ist los mit dem? CP, this is Delta 9. Delta 9 hat nichts zu melden. Meine Güte. Delta 9, this is CP. Give me a sit rep. Do you copy? Come in. We have a situation. All units on alert. Sind sie doch sowieso schon auf hohe Aufmerksamkeit. Das verzögert das alles bloß ein bisschen. Aber wenn der Alarm vorbei ist, glaube ich, kann ich mich in meinem Fahrzeug super umherbewegen. Man müsste es aber alles immer erstmal gucken. Sie haben wahrscheinlich... Ja, sie haben eine Leiche entdeckt. Secure that cassette tape. It contains classified information. So your suppressor is worn out. That gun will be as loud as any other now. If you have to shoot, be careful. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Mein Mikrofonständer steht hier auch direkt vor diesem Symbol. In der heutigen Aufnahmesession jedenfalls. Letztes Mal war es ein bisschen anders. Okay, dann würde ich mal sagen, nehmen wir hier Suppressing Fire. Ich könnte mich auch so versuchen, einfach vorzuschleichen. Es könnte klappen. Das sind halt nur eine ganze Menge Leute dann. Gibt da ja diesen Felsen, wo man hochklettern kann. Welchen Rahmen kann man da noch weiterklettern? Oh oh. Das meine ich zum Beispiel. Hier kann man doch bestimmt weiterklettern, dachte ich mir. Und sieh da, man kann. Ich kann mir vorstellen, dass hier in der Hauptstory noch ein Xoff-Emblem ist. Alles normal. Gut, dann haben wir erhöhte Alarmbereitschaft. Das machen wir jetzt gerade gar nichts. Ich benutze erstmal mein schönes Fahrzeug hier. Stirb ruhig. Sehr unauffällig, ich weiß. Mensch, ich habe GTA gespielt. Sehr unauffällig. Wie hat er das denn gesehen? Ich will doch noch mal kurz hier rein. Wie hat er das gesehen? Das ist eine gute Frage. Okay, dann habe ich das. Ansonsten bin ich voll. Okay.
In diesem Part komme ich nicht sonderlich weiter. Ich würde mal sagen, danke fürs Zusehen, kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Part, wo ich dann weiterkomme. Dragline ist over and out. Tschüss.